von der ambulanten Wohnungslosenhilfe in Diepholz waren auch während des ersten großen Lockdowns für unsere Klienten durchgehend da. Wir haben schon auch viele Veränderungen festgestellt. Wir mussten unsere Beratungsstelle komplett schließen. Unsere kleine Küche wurde leider geschlossen, weil die so klein ist, dass da nur eine Person sich aufhalten darf. Diese Küche wurde als Treffpunkt genutzt, um einen Kaffee zu trinken, um sich aufzuwärmen, um Essen zu kochen, um einfach ein Gespräch zu haben, um im Kontakt zu sein. Die Klienten mussten klingeln, wir haben am Fenster Beratungen und Gespräche durchgeführt. Das heißt, dass wir konkret auch einen Kaffee rausgereicht haben. Ich habe in einer Situation, weiß ich noch wohl, dass ein Durchreisender an die Tür kam. Ich durfte ihn nicht hereinlassen. Er hatte aber Hunger, er hatte Durst. Ich habe ihm einen Eintopf warm gemacht bei uns in der Küche und habe ihn rausgereicht. Er hat sich dann bei uns auf der Raucherecke auf der Bank niedergelassen und dort seinen Eintopf gegessen und auch noch eine zweite Tasse. Auch jetzt in diesem zweiten Teil-Lockdown sind wir für Sie da. Sie dürfen immer anrufen, wir machen kurzfristig Termine. Auch wenn unsere Tür verschlossen ist, bitte klingeln Sie, wir öffnen die Türen.